Wir sind rausgekommen, haben Gas gegeben, haben frühes 1-0 gemacht und wichtig war, dass wir dann Ruhe bewahrt haben, dass wir nicht alles nach vorne geschmissen haben, sondern ruhig Fußball gespielt haben, dass wir in der Defensive wenig zugelassen haben und dass wir dann in der Offensive viel Qualität haben. Das ist oder das hat man gesehen am Wochenende und heute. Und natürlich war es wichtig, dass wir vor der Halbzeit dann auch noch mal das 2- und 3-0 gemacht haben. Man sieht, dass jeder Spieler wieder mit mehr Selbstbewusstsein spielt, dass die Abläufe wieder besser sind, dass jeder den anderen unterstützt, so wie es sein muss. Und es geht natürlich dann einfacher, wenn du eine positive Phase hast, so wie wir jetzt am Wochenende und heute wieder. Aber das ist, wie gesagt, das war jetzt ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir haben noch viel vor uns, wir sind in der Bundesliga 5 Punkte hinten dran, also sind schon noch einen weiten Weg. Ja, ich glaube, dass das allgemein sehr gut getan hat, nicht nur für uns, für den Verein, für den Fans, für den Trainer, für die Spieler. Man merkt, glaube ich, dass alle ein bisschen losgelöst sind auch und wieder durchatmen können. Wir haben keine einfache Zeit, wie das so ist bei Bayern, wenn du mal nicht so gut spielst, dann kriegst du das gleich in 3- und 4-facher Dimension wie woanders. Und da mussten wir ruhig bleiben, konzentriert bleiben, das haben wir zum Glück geschafft. Und wir müssen jetzt diesen Weg weitergehen. Aber dennoch mit dieser Leistung lässt es sich doch ein bisschen leichter wieder träumen. Ich kann dem nicht viel abgewinnen, was ihr macht innerhalb von 14 Tagen. Vor 14 Tagen waren sie alle Bratwürste und jetzt sollen sie alle Superstars sein. In diesem Umfeld möchte ich nicht leben.